Okay, ich glaube, die Aufnahme läuft. Und damit, Leute, auch direkt, was geht ab? Zu einem neuen Vlog. Ich muss auch direkt zu Beginn sagen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ungewohnt das für mich ist, einfach wieder so einen Vlog zu machen. Und wieder so von Gesicht zu Gesicht mit euch zu reden. Wow, we're close now. Ganz kurz, damit ihr erstmal wisst, was ich hier überhaupt labe und was Sache ist. Ich befinde mich aktuell, wie ihr sehen könnt, nicht in meinem sonstigen Aufnahmeraum. Denn aktuell, Freunde, befinde ich mich in Hamburg. Aber nur für heute, denn morgen treffe ich mich mit einer ganz bekannten Person. Sie ist groß, sie stinkt. Und das war's auch. Und sie ist auch bekannt unter dem Namen Ai. Ihr wisst eigentlich alle, wen ich meine. Grüße gehen raus an Kevin. Denn mit dem, Freunde, geht es morgen in ein Flugzeug. Und das Ding ist, Leute, wir steigen in das Flugzeug ein und das Flugzeug fliegt und fliegt und fliegt und fliegt und landet einfach mal in Dubai. Ja. Aber das Krasse ist, wir bleiben nicht in Dubai, denn da geht es in das nächste Flugzeug und mit dem wird wieder geflogen, geflogen, geflogen und dann sind wir da. Ich will nicht so viel spoilern, ich kann euch nur sagen, dass es auf eine tropische Insel mitten irgendwo um nirgendwo geht, wo es auch die ein oder anderen bösen Tiere gibt. Deshalb schaut euch diesen Vlog bis zu Ende an. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da, weil, ja, lasst vielleicht einfach ein Like da. Das wäre auch cool. Und jetzt denke ich, habe ich genug gelabert, Leute. Wir starten rein in den Vlog. Film ab. Oh, ich bemerke gerade, ich bin hier alleine. Ich habe keine Freunde, die mir die Tür öffnen. Egal. Das war jetzt echt peinlich, ja. Ja, Leute, und damit beginnt jetzt auch der Vlog. Ich habe gedacht, Leute, bevor wir zum nächsten Tag kommen, muss ich eigentlich mal eine Roomtour raushauen. Ich dachte, ich zeige es euch einfach, weil alle YouTuber machen immer eine Roomtour. Aber egal, Leute, wir schnacken nicht so viel. Ich würde sagen, wir beginnen beim Eingang. Also ihr seht, hier ist die Tür, hier kommt man rein. Und dann ist da so ein Gang. Ihr seht schon da hinten, man hat einen richtig niceen Blick. Das zeige ich euch aber gleich noch. Denn es geht hier los mit so einem richtig coolen Spiegel. Achtung, Achtung, könnt ihr ein bisschen blenden? Achtung, Leute, könnt ihr blenden? Oh, wie ist denn diese Schönheit? Okay, wir lassen das. Dann geht's weiter. Wir haben hier einfach mal ein übertrieben nices Bad, Leute. Also ihr seht da, da ist ein cooles Waschbecken. Und zwei Gläser. Dann, Freunde, gibt es natürlich noch eine richtig nice Dusche. Also so, wie eine Dusche halt aussieht. Da kommt dann so Wasser raus und dann fließt es da so ab. Hm, checkt ihr, was ich meine? Was, Bruder? Aber wie gesagt, der geilste Part ist das hier. Und zwar wurde dieser Raum speziell für Kevin angefertigt. Denn, Leute, passt auf, Achtung. Das ist einfach ein Klo. Und da Kevin so dicke Eier legt, hat er sogar eine und zwei Papierrollen. Ja, und dann chillt er hier immer so und legt halt Eier. Der eigentliche Part beginnt ja eigentlich hier, Leute. Das ist auch eigentlich der Raum, wo ich mich größtenteils aufhalte. Also, wenn ich nicht ganz falsch liege, bin ich, glaube ich, aktuell im 9. Stock. Und ich kann von hier sogar draußen aufs Wasser gucken. So ähnlich wird es morgen auch. Nur, dass da das Wasser dann extrem hellblau sein wird. Und, okay, ich will nicht zu viel verraten. Ja, ansonsten hat man jetzt hier noch so ein kleines Sofa, auf dem man chillen kann. Und ja, direkt hinter dem Sofa ist dann so ein fetter Fernseher, wo man dann so Filme gucken kann. Ich muss noch einige Sachen erledigen für den morgigen Tag. Weil wir fliegen irgendwie, ich glaube, so 17 Stunden oder so. Würde ich sagen, Leute, wenn noch irgendwas Wichtiges kommen sollte, dann seht ihr es jetzt. Für euch jetzt einfach ein kleiner Cut und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann einfach morgen wieder. Bis gleich. Zweiter Tag. Es ist jetzt gerade, lass mich nicht lügen, 10.11 Uhr. Bin jetzt gerade aufgewacht. Ihr seht, ich muss gleich noch Haare machen, etc. mich fertig machen, Zähne putzen und so. Ja, Freunde, aber ich muss leider gleich auschecken, denn es dauert nicht mehr lang. Dann ist Kevin da. Der hat mir gerade schon Standard geschickt. Der holt mich gleich ab. Der kommt, ich glaube, in so 20 Minuten. Ne? Ich würde sagen, ich mache mir jetzt erstmal fertig, Digga. Ich sehe aus wie der größte Bruder, ja, also, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, Leute. 6,5 Stunden später. Okay, Leute, ich bin jetzt raus aus dem Hotel. Wird jetzt abgeholt von einer ganz bestimmten Person. Yeah! Ah, hi. Bist du bereit? Bist du bereit? Ich würde sagen, wir checken jetzt erstmal ein, beziehungsweise geben wir uns den Koffer ab. Und dann sehen wir uns im Vogel wieder. Okay, Leute, sorry. Wir sind jetzt hier in der Schlange. Wir checken jetzt mal. Hören Sie auf, mich zu filmen. Genau, wir fangen jetzt an, wir gehen jetzt gleich in den Vogel rein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wir sind jetzt durch, haben jetzt alle Koffer durchbekommen. Kevin ist jetzt gerade noch am... Jetzt gibt's ne Bockwurst. Wir sind jetzt gerade hier in der Flugzeug-Launch und hier gibt's gleich lecker Essen umsonst. Bockwurst! Ich will ne Bockwurst jetzt. Okay, die müssen nicht... Also ihr seht, Freunde, es geht jetzt gleich in den Vogel rein. Da hinten.
Ey, bitte sag, dass wir auch abheben, ne? Und nicht so abstürzen. Das wäre nicht so cool. Ja, na, und hier wieder in einem Bums, ey. Wir sehen uns im Vogel wieder. Oh. So, Friends, wir sind jetzt im Vogel, wir sitzen da, sei. Aber es sieht ehrlich lit aus hier im Flieger, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir fliegen jetzt kurz. Und dann, wir sehen uns wieder, wenn wir landen. Oder wenn es was Geiles zu essen gibt. Essen. Wir sind eigentlich nur zum Essen hier. Ja, fliegen einfach nur zum Essen. Wir sind wieder, Freunde, bis gleich. Eine Ewigkeit später. So, Freunde, wir sind jetzt im Flieger. Wir sind wieder am Start, wir sind beide wach. Denn Essen. Ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr so auf Essen gefreut. Ja, ja. Ich habe echt geisteskrank Hunger. Was gibt's bei dir, die gleichen Meatballs? Ich habe irgendwie so Chicken oder sowas. Tada! Bisschen neidisch jetzt, ehrlich, ne? Wir haben hier noch so Cola, Wasser. Hier ist ja so Fake-Wasser, was einfach so eingeschweißt ist. Digga, du hast hier einfach so einen Käse. Das ist wie so Mini-Cheese, was auch so Cheese. Intestin. Sie sind mir nicht so begeistert von aus. Ich will hier doch keinen Käse mehr. Okay, anscheinend gibt's doch keinen Käse. Wir essen jetzt erstmal. Und dann sehen wir uns. Cracker. Wir sehen uns gleich wieder. So, kurzes Update, Freunde. Wir landen gleich. Ich hoffe mal, es gibt keine Turbulenzen beim Landen. Aber dann gehen wir erstmal richtig fett Burger essen, hat Kevin gesagt. Oh ja, Burgie, so ein Afro-Heavy-Day-Burgie mit Triple Cheese, Triple Beef. Ja, okay, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns wieder, wenn wir gelandet sind. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir gleich einen Burger verdrücken. 2000 Jahre später. Ja, Leute, wir sind jetzt gerade gelandet in Dubai. Unser Flugzeug. Guckt euch mal diese Turbine an. Also, ihr seht, wir sind am Flughafen angekommen. Wir suchen jetzt den nächsten Flieger. Wir suchen eine Toilette für Lady. Das ist es. Okay, wir sind jetzt angekommen in irgendeinem Food-Restaurant, wo es so viel krasse Burger gibt. Kevin hat sich schon gegönnt. Der sieht hier gerade so einen geisteskranken Burger in sich rein, Digga. Aha. Also ich habe eigentlich auch Essen bestellt, aber meins kommt irgendwie nicht. Normalerweise müsste dieses Ding hier gleich so anfangen, so zu vibrieren, so. Und dann weiß ich, dass mein Essen fertig ist, aber irgendwie kommt da nichts. Ein paar Sekunden später. Es ist soweit. Es vibriert. Oh mein Gott, Digga. Digga. Leute, gönnt euch das mal. Einfach hier so ein Dip irgendwie. Und hier ist so ein richtig fetter Burgie. Das wird sich gleich alles so reingesnackt. Okay, Kevin filmt jetzt kurz, wie ich taste. Ich gebe euch jetzt live Face-Test. Ich habe richtig Bock, diese Chicken Wings zu testen. Oh mein Gott. Digga. Oh mein Gott. Alter. Das ist wie McDonald's Burger King und KFC in einem, Alter. Leute, wir essen jetzt erstmal. Wir sind später. Was? Digga, was? Abo? Junge, was ist das für ein Flugzeug? Oh mein Gott, was? Der sieht geisteskrank aus. Oh mein Gott, was ist das für ein Flugzeug? Oh mein Gott, Leute, sehr, sehr nice. Also Leute, wir sitzen jetzt im Vogel. Sag nochmal Tschüss, das da draußen ist Dubai. Jetzt geht's, wie gesagt, gleich ins nächste Land. Junge, wo geht's hin, Alter? Das ist aber in den Kommentaren raten. Wo geht's hin, Bruder? Ich sag den Anfangsbuchstaben. F. Das ist eine Lüge. Leute, wir sehen uns wieder, wenn's Essen Junge, gibt. Junge, auf nach Frankfurt, Bruder. Wir sehen uns wieder, was für Leute. Es geht los. Also Leute, wir sind jetzt hochgeflogen. Und tschü, Digga, Bruder, wuhu! Mal warte, eigentlich musst du jetzt hier nochmal so krass epische Musik machen. Ich bin voll alles weggesnackt. Auf jeden Fall, es gibt neues Essen. Omelette. Sieht aus wie so ein Mini das Würstchen. Kennst du diese Mini-Würstchen? Steck rein. Die roten. Was ist das? Eine Wurst. Wir essen jetzt. Oh. 6 Stunden später. Okay. Wir landen. Oh. Achtung, wir landen, glaube ich. Oh. Oh mein Gott. Wir sind alle angekommen. Aber wo? Tja, jetzt geht's ins nächste Flugzeug. Aber wohin? Auf eine tropische Insel. Wie fandest du deine Experience? Experience war gut. Abfahrt.
So Leute, da sind wir. Sonne! Sonne! Aber noch sind wir nicht da. Nein. Also kleiner Spoiler, damit ihr euch mal Bescheid wisst. Da kommt jetzt so ein kleines Wasserflugzeug. Und genau mit so einem werden wir auch gleich nochmal fliegen, Kevin. Bist du bereit? Sü! Ich auch mal Sü machen. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Ja. Sü! By the way, hier ist jetzt einfach noch so eine Lounge. Und jetzt können wir uns hier einfach so Essen holen gehen for free. Das ist schon krass. Guck mal, was ist das denn? So Süßigkeiten, was ist das denn? Abo. Warte, ich... Oha, hier gibt's wirklich eine Fanta. Komm, wir müssen noch anstoßen. Oha. Auf einen weiteren... Auf einen weiteren Urlaub. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn's heißt 9.30 Uhr, ein weiteres Flugzeug kommt. Wir sehen uns gleich. Immer alte Omas. Du weißt, wo es jetzt hingeht. Ja. Oh, guck mal, das sind jetzt diese Wasserflugzeuge. Und irgendeins von den Dingern da, da steigen wir jetzt ein, dann fliegen wir über das Wasser. Da schwimmt so ein Scheißhaufen, schau mal. Wo sind wir, Bruder? Ich weiß immer noch nicht. Komm, Anfangsbuchstabe? F. Warum lügst du? Ein Spaß, L. Hä? Ein Spaß, D. Ach, Digga. Er labert Müll. Ich will nicht mehr. Unser Flugzeug! Boah! Das sieht krass aus! Okay, Leute, jetzt geht es in den Vogel rein. Kevin, langsam Step für Step, ja? Oh mein Gott! Ui! Oh, wir sind dran am Vogel! Guck mal, ganz vorne ist noch Platz, erste Reihe. Hello, what's up? Hello! Bruder, ich sitze direkt beim Pilot, Junge! Yeah! Tschüss! Junge! Mega, hä? Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Wir müssen jetzt erstmal hier auf die Piloten warten. Koyoten? Piloten? Okay, wir sitzen im Vogel! Flugzeug bewegt sich, Pilot sind auch da! Wenn ihr mich hört, hört das mal leichter! Wir sind abgehoben! Ihr seht es! Wir sind kurz vor Landen! Egal, ich glaube, das nach vorne. Oh. Live-Reaction, wir landen, Kevin. 100 Meter, 80 Meter, 40 Meter, 30 Meter, 20. Alter, hau dir Bruder, ich hatte echt ein bisschen Angst, Alter. Hey, hallo, I'm fine, thanks. You? Okay, Junge, wir sind da, Kevin. Alter, Tiger. Tiger. Komm, wie war das? Wie blau das Wasser ist, Bro. Und da ist nachher die Haie drin, Bruder, ich sag's dir. Hi, hello. Oha, wir tanzen einfach so. Oha, wie geil. Hey, das ist übel geil. Okay. Wir haben jetzt hier so Golfkarts, einfach mit dem wir rumdüsen. Bruder, damit 300 drücken. Falls es den ein oder anderen Zuschauer gibt, immer noch nicht, was wir sind. Wollen wir vielleicht noch mal sagen, wir sind? Sollen wir es sagen? Wollen wir es leaken? Auf drei, ja. Eins. Warte, stopp. Erst Like da lassen. Wir sind auf den Malediven! Bruder! Sorry! Alter, holy moly. Wow. Wir sind im Dschungel. Oh, hier ist die Rezeption, Leute. Abfahrt. So Handtücher, das ist ja übelst. Thank you very much. Du musst auf den Nacken machen. So, hier, schau. Nein, so. Da. So, Bruder, so. Ja, Bruder, du hast aber auch echt gar nichts geschickt, ne? Oh, da gibt's so Drinks, Bruder. Oh, thank you. Oh, die müssen wir jetzt tasten. Auf einen geilen Urlaub. Du schmeckst halt, das hast so Freshes, ne? Das ist. Mega. Das ist geisteskrank. Wurde gerade fresh gepresst. Jetzt geht's in unser Zimmer, Bro. Ich bin richtig gehypt. Und es geht hier wie so ein bisschen so Dschungeleingang-mäßig so, ne? Oh, es geht los. Guck mal einfach mit so einem Strandzugang, Digga. Du machst hier so die Tür auf. Zack. Machst die so auf. Dann bist du einfach so am Strand. Ja, da hast du da einfach deinen Strandzugang, Bro. Und da sind einfach so die Fetten liegen, wo wir mal reinfurzen werden. Wie so fette, fette Säcke. Hier liegt doch so Obst. What is this? That's the lychee. Can I eat it just? No, you have to remove that. Ah, okay. Tschüss! Hui! Guck mal, hier ist einfach so eine Autodusche. Guck mal, dann stellt man sich einfach hier so rein. Und dann dusche ich hier einfach so. Mach mal Dusche an, wenn du Eier hast. Mach du doch. Nee. Ja, merkst du selber, ne? Keine Eier. Ja. Ich bin ein Ei. So, ganz kurz, Freunde, wollten jetzt gleich was essen gehen, aber bevor wir essen gehen, hatte ich noch eine richtig nice Idee. Und zwar zum Start, wenn wir hier auf der Insel sind. Ich habe extra, wie gesagt, eine Drohne mitgenommen, um hier ein paar geile Aufnahmen zu machen. Deswegen würde ich sagen, ich werde jetzt einfach mal gleich die Drohne starten. Werde so ein bisschen rumfliegen und dann vielleicht kann ich einfach coole Aufnahmen machen von der Insel. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir jetzt die Drohne starten. Ich habe die tatsächlich in die Box von der GoPro reingemacht. Die passt da eigentlich perfekt rein. Wow.
Boah, zusammengefalten wie ein Vogel. Da wird der Aal angemacht, es hat gepiept. Da bist du, Junge. Bruder, das war knapp, ja? Sie fliegt. Digga, guck mal hier. Ich sehe dich nicht. Ah, da oben bist du. Ja, ja. Lande. Junge, einfach der Profi. Der Profi? Die werden jetzt kurz Füße sauber gemacht. Das müssen wir unbedingt immer machen, weil sonst steppt mir den ganzen Sand mit rein, ne? Ist das für Füße? Ja, natürlich. Oh. So, dann würde ich sagen, Friends, wir gehen jetzt erstmal was essen. So, Freunde, wir sind jetzt endlich am Wasser. Jetzt gibt's was zu essen. Guckt euch mal die Aussicht an. Hier vorne haben wir einfach direkt das Wasser. Da ist jetzt der Tisch. Bei mir gibt's Club-Sandwich, genau wie in Dubai. Okay, wir haben Bolognese. Mit Zitrone. Ich bin todesmüde, ich muss eigentlich ein Pornhub machen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde aufs Essen gewartet. Ja! Yeah, ja! Yeah. Cringe. Okay, hier gibt's so Pomp. Oha, Digga! Wow. Die Pommes sind ehrlich krass. Freunde, wir essen jetzt erstmal. Und dann später. Später. Okay, Leute, ich habe jetzt wieder an die Kamera angeschmissen. Wir waren gerade essen. Wir sind fertig. Aber wir wollten jetzt hier gerade ein bisschen rumlaufen. Und schaut mal, hier sind einfach so Mini-Krebse auf dem Boden. Guck mal da, die krabbeln hier. Oh, guck mal, wie groß der ist. Guck mal, Leute, das ist einfach so Krebse. Pass auf, wir nehmen beide einen Krebs auf die Hand, okay? Ja, okay. Okay. Du nimmst den großen. Nein, ich nehme auch so einen kleinen. Ich nehme so einen süßen hier. Guck mal, so einen Süßi. Der, guck mal, siehst du? Guck mal, der kommt raus. Guck mal. Warte, guck mal, ich lass meinen krabbeln. Mann, er kommt raus. Er krabbelt. Guck mal, wie er krabbelt. Hey, voll süß, Leute. Guck mal, wie süß die am Krabbeln sind. Oh nein, man ist runtergefallen. Guck mal, so ein Süßi. Ja, die sind ehrlich süß, ne? Ah, der ist mal so saugroß der hier. Der ist übel rot auch, ne? Der will mich aufessen, ne? Was machst du, Bruder? Boah, der macht Rückwärtsgang. Einmal Rückwärtsgang, Digga. Man kennt ihn. Wenn wir später noch einen richtig großen Griss finden, Leute, dann sagen wir euch Bescheid. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir sind später. Wir machen erstmal weiter. Oh, warte. Oh mein Gott, hier sind richtig große Krebs. Boah, warte. Guck mal, der ist groß. Hey, das ist aber doch kein Krebs, oder? Digga. Eine Frucht, Bruder. Ja gut, dann hätten wir es auch geklärt. Ja, Leute, wir sind hier gerade. Ich dachte, das wäre ein Rabe oder so. Jetzt steht einfach eine Fledermaus in der Palme. Junge, die ist riesig. Sieht man das? Ihr lasst einen Like und Abo da. Tschüss. Aber die kommen jetzt nicht so runtergeflogen und snackt uns auf, oder? Nee, die gönnt sich so eine Kokonat. Oder einfach Fledermaus. Boah, da wachsen auch übel so große Kokosnüsse da oben. Guck mal. Siehst du das? Ja. Ihr merkt schon, wir sind wirklich auf einer tropischen Insel hier. Ja, die sieht cute aus irgendwie. Ich würde die so knuddeln bei mir. So, einmal so. Wenn die vor dir steht und das Gesicht aufmacht, also den Mund aufmacht, dann. Okay, dann reden wir nochmal drüber. So, Freunde, so schnell wie die Zeit vergeht, das war's jetzt aber auch. Das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, Freunde, wir waren jetzt hier eine Nacht hier. Es hat unnormal Bock gemacht. Wir müssen jetzt nur ganz kurz gucken. Hast du Koffer auch alles? Ja, ich lasse ihn aber erstmal kurz hier stehen, erstmal gucken, wo wir nochmal hin müssen. Das Ding ist, ihr müsst euch ja vorstellen, wir sind mit dem Wasserflugzeug gekommen. Und es ist halt geisteskrank dunkel. Das Ding ist, wir haben den letzten Flug verpasst. Jetzt haben wir noch eine Chance Achtung, bekommen. Oh mein Gott, einfach Krebs am Boden. Oder überall Krebs. Oh, das Das Ding ist jetzt, Leute, wir müssen jetzt zum Flugzeug einmal unsere Koffer einladen. Bruder, wo ist das Flugzeug? Ja, das muss hier am Steg stehen. Da hinten. Ja, das ist kein Flugzeug. Bruder, wo ist das Flugzeug hin? Ja, warte mal, nein, warte mal. Bruder, hier ist kein Flugzeug. Ja, nein, warte. Hä? Sag nicht, wir sitzen jetzt hier fest, Bro. Tigger, wo ist das Flugzeug? Hallo! Ah!